angekommen mit, falls ihr den auch vorhanden braucht. Ne? Ja. Ja. Thank you.
Wir befinden uns hier in Monheim Mitte am Berliner Ring, Potsdamer Straße bzw. Friedrichstraße. In einer Liegenschaft der Deutschen Post bzw. der DHL wurde uns von lediglich einem Anrufer ein Feuer gemeldet. Bei unserem Eintreffen war das gesamte Gebäude stark verraucht. Wir haben daraufhin einen ersten Löschangriff vorgetragen und Lüftungsmaßnahmen vorgetragen. Aufgrund des massiven Rauches und des pulsierenden schwarzen Brandrauches im gesamten Gebäude habe ich mich dazu entschieden, Stadtalarm über Sirene auszulösen, um so möglichst schnell viele Einsatzkräfte an die Einsatzstelle zu führen. Wir haben mit mehreren Trupps und mit mehreren Lüftungsgeräten das Gebäude entraucht und konnten das Feuer dann letztlich doch noch relativ schnell in Gewalt bringen. Das Gebäude war bei unserem Antreffen, wie gesagt, bereits stark verraucht. Wir hatten auch reichlich Schwierigkeiten, uns Zugang zu verschaffen, da das Gebäude sehr stark gesichert war. Das Feuer hat sich letztlich im ersten Obergeschoss ausgebreitet. Wir konnten da einen massiven Löschangriff vortragen und das Feuer dort schnell in Gewalt bringen. Das Hauptproblem war, wie gesagt, die massive Verrauchung im gesamten Gebäude, sodass wir auch damit rechnen mussten, dass das Gebäude auch jederzeit durchziehen könnte. Ja, trotz des fürs Rheinland relativ starken Schneefalls hatten wir hier bisher keine Probleme mit der Witterung. Die Feuerwehr Monheim war mit der hauptamtlichen Wache und mit den beiden Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr mit etwa 50 Kräften im Einsatz.